Ich glaube mit Kakao. Ich glaube mit Kakao haben wir dann aber auch. Können wir die Steuern auch hochjagen? Soweit ich weiß. Ein Vulkan bricht aus. Ah, okay. Ein Schiff wurde repariert. So, ab in die Ecke mit dir. Ich wüsste immer noch gern, wo die Piraten sind. Wir haben eigentlich alle Inseln erkundet. Ich glaube, bis. Ich habe noch nie eine sinnvollere Mauer als diese gesehen. Das ist bestimmt die chinesische Mauer. Ganz sicher. So, was brauchst denn du? Du brauchst alles Mögliche und Kakao vor allem. Alter, die Verkaufserlöse. Hey, der Witzker, was denn da los? Alter Schwede. Das geht aber gut hier, ne? Die Türme weiter auf Wasser. Ja, das wäre echt geil. Ich sage, sowas könnten wir hier machen. Wenn wir den Kontor nämlich hier gebaut hätten, könntest du hier voll die Bucht machen, ne? So mit Kanonentürmen überall. Weißt du, will einer reinkommen, hast du einfach gleich verkackt. Scheiße, wir haben viel zu viele Stoffe. Müssen unbedingt verkaufen. So, ich mache hier Rausverkauf. Nahrung lasse ich so, wie es ist. Ich glaube, da sind wir auf ganz guten Wege. So ganz sicher bin ich mir aber da auch nicht. Mit den Gewürzen bin ich mir überhaupt nicht sicher, weil wir die selber nicht anpflanzen. Wir sollten unbedingt nochmal Gewürze dann anpflanzen, ne? Das haben wir schon eine Weile in Planung, glaube ich. So, wie sieht's aus, Jungs? Ich will eine große Werft. Ab 500 vielleicht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach ja, es stehen ja auch neue Bürgerhäuser. Die habe ich schon wieder ganz vergessen. Die prügeln sich so ein bisschen um die Steine hier, glaube ich. 500? Ja! Bam! Endlich! Die große Werft. War nur ein Steinwurf entfernt. So, oh Alter, der hat schon wieder die Connection verloren hier mit dem Tablet. Das gibt's ja nicht. Der ist Connection unfreundlich. So, jetzt baue ich natürlich erstmal hier Riesenschiffe. Ist ja klar. Ich glaube, mit allen anderen Sachen sind wir echt gut dabei. Nahrung. Habe jetzt hier nicht die Ultraproduktion, aber es reicht aus, denke ich. Es reicht aus. Ah, der hat schon wieder die Connection verloren. Boah, das gestern ging das aber besser, ne? Da war. Oder vorgestern, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Da ging das eigentlich den ganzen Stream lang echt gut. Problemlos. So, ich glaube, mit dem Schiff hier. Hallo? Eure Werft hat ein Schiff. Ach, der konnte es gerade da nicht hinpacken, weil unser Schiff da stand. Okay, so, Werkzeug. Scheiße, wir brauchen unbedingt mehr Werkzeug. Alter, die lutschen das ja weg wie nix. Ich nehme hier mal ein bisschen was mit und wir fahren hier mal, ich nehme ein bisschen mehr mit. Wir fahren hier mal runter. Und das soll nun unser Gründungsschiff sein für die Kakaoinsel. Ja, noch so ein Kackkontor fällt mir gerade auf. Können wir hier eigentlich auch noch? Oh ja. Mir gerade mal so aufgefallen. Dann können wir hier natürlich mehr einlagern, deutlich mehr. Ich glaube 40 Tonnen mehr oder so. Das lohnt sich dann schon. So, dann können wir hier nämlich schön stapeln, den ganzen Quatsch. Nahrung stapelt sich tatsächlich auch schon mittlerweile. So, die stehen hier so rum und gammeln. Das Tablet hat Bindungsängste. Ich merke auch gerade schon, ja. Bestimmtes Holzschiff. Mehr Handelsrouten haben. Ja, doch, wir haben schon ein paar mehr Handelsrouten. Okay, so Kakao. Kakao. Dacht gerade schon. Piraten wieder oder so. So, hier ist das vorne. Weiß gar nicht, wie viel Kakao wir jetzt für den Anfang brauchen. Ich glaube, das war tatsächlich sogar die einzige Insel hier, wo Kakao zu 100% wächst, ne? Ich meine, wir hatten da keine anderen gesehen, wo wir wirklich 100% hatten. Kann auch mal ganz kurz schauen.
Ja, oh, boah, warte. Die hier ist dann doch ein bisschen übertrieben. Hier haben wir noch Baumwolle, Gewürze, 100%. Ich glaube, es war es auch. Ja, also wir haben auf jeden Fall mal die einzige richtige Kakaoinsel, wo man auch was mit anfangen kann. Grüezi, der KOH ist wieder da. Und begrüßt sie gerade ganz freundlich im Chat. Zieh dich. Wir haben hier nämlich noch keine Kanonen drauf. Warum habe ich keine Kanonen drauf gepackt? Wir könnten den easy wegbomben. So, und halt dich von meiner Stadt fern. Ich mache hier nochmal ein Feld weiter, damit wir da noch einen Weg durchbasteln können. So, ich glaube, das reicht auch erstmal. So. Das nenne ich mal ordentlich. Eine Dürre vernichtet eure Ernte. Das kommt hin und wieder vor, ja. So, nice. Kakao braucht auch leider relativ lange zum Wachsen. Guck mal meine Handdrucken an. Wie wir ja schon des Öfteren in Erfahrung gebracht haben. Ich baue doch... Können wir überhaupt noch eine bauen? Ah, ne, können wir sowieso nicht mehr. Okay, ich wollte es hier gerade noch ein bisschen bestücken. Aber okay, dann hat sich das erledigt. Dann fahren wir hier nochmal ganz kurz hoch und hauen Kanonen drauf. Und dann richten wir mit ihm hier gleich mal die wertvolle Kakaoroute ein. Nach Nether geht's hier. Und wieder zurück. Süßchen. Können ihn ja schon mal starten lassen. Ich glaube, hier startet aber noch gar nichts im Moment. Das Volk bekommt kein Ja. So, Stoffe sehen irgendwie knapp aus. Ja, viel Spaß, ne? Enjoy. Und tschüss. Repariere ich trotzdem nochmal kurz das Ding hier. Ah. Schiffsreparatur beendet. So will ich das sehen. Ein Vulkan bricht aus. Ah ja. Mein Lieblingsvulkan. Oh. Gar nichts passiert. Okay. Finde ich gut. So, huch, theoretisch könnten wir, wenn wir jetzt Kakao verkaufen würden, ne? Wenn wir jetzt Kakao verkaufen würden, dann würden wir auch automatisch den Blauen dabei unterstützen, dass er Aristokraten bekommen kann. Da klingt so, als ob er ein Kind kriegt. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob ich das will. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt können wir hier die Steuern gleich hochbatschen. Aber erst, wenn wir ein bisschen was auf dem Lager haben. Auf dem Lager. Auf Lager, wie auch immer. So, Lager. Oh. Ich bin doof. Ich habe die ganzen Wege vergessen. Da brauche ich mich nicht wundern, wenn kaum was im Lager ist. Können wir noch... Ja, wir können sogar noch einen Marktplatz bauen. Den kriegen wir nämlich wunderbar hier so rein. Wir kriegen sogar zwei. Ich mache tatsächlich auch zwei. Wir kriegen sogar drei. Ich glaube, ich mache... ich neige nicht zu übertreiben. Nein, das würde mir nie passieren. Ich überlege tatsächlich, hier noch weitere Marktplätze hinzupacken. Guck mal hier, der hier würde doch perfekt hinpassen. Einfach, weil er da hinpasst. Nee, auch wegen... Auch wegen natürlich Marktkarren und Lagerkapazität. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Hat er das? Das ist ja schön. Aber der wird uns auf jeden Fall auch nicht mehr zur Gefahr werden hier. Euch wird ein Handelsvertrag angeboten. Ach was, auf einmal will er mit uns handeln. Das ist ja interessant. Wie ist denn das jetzt passiert? So, da können wir so auf das Maximum gehen. Da sind wir schon auf dem Maximum. Wir haben sogar noch Siedler, Alter. Was? 66 Siedler sind hier immer noch. Also ich würde mal sagen, hier sind die Hierarchien wirklich sehr flach. Bunt gemischt, multikulturell. Hier könnten wir sogar noch zwei Häuser hinbauen. Ne, eins. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Sehr eifrig im Moment, die Leute. Sehr eifrig. Flitzbibel, guck mal meine Handdrucken an. Wenn wir wollten, könnten wir jetzt sogar zu Aristokraten übergehen. Wollte ich aber gerade eigentlich nicht. So, alles andere haben wir. Wir sind eigentlich voll gut am Start gerade. Gut, Stoffe? Warum brauchen die Stoffe?
Ah, mussten erst geliefert werden. Okay, ja, komm, Leute, dann baut mal aus. Ne? Viel Spaß. Haut rein hier. Ich bin gespannt, was jetzt dabei herumkommt. Auf jeden Fall ist es schon mal sehr günstig für unsere Steuern. Wir haben fette Verkaufserlöse. Wir haben ja viel zu viel Goldschmiede rumzuliegen, was wir eigentlich mal ändern können, indem wir da noch eine zweite Goldschmiede hinpacken. Das sind die einzigen Nervensägen im Moment. Ja, komm hier, wir sind Nahrung haben. Der nimmt das doch eh nicht mit, weil er gar keine Insel hat, wo er es hinbringen kann. Der hat kein Zuhause, der Arme. Wir sollten hier vielleicht mal ein anderes Schiff reinballern. Bam, bam. Bam, 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 bam. Alter, 180 Tonnen Wolle. Was läuft bei euch eigentlich verkehrt? So, Steuererträge 3000 irgendwas. Ich hoffe, dass es auch mit der Nahrung klappt, aber wir haben eigentlich genug vorrätig. Hier ist unser Nahrungstransporter. Das geht eigentlich. Eine Dürre vernichtet eure Handelsschiff kam die Pest. Oh, die haben wir noch gar nicht. Ja, weil wir haben schon einen Arzt gebaut. Habe ich einen Arzt gebaut? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich sehe auch gar keinen. Ich glaube, wir haben keinen Arzt. Oder? Doch, haben wir. Wo kam denn der gerade her? Warte mal, wo läuft denn der hin? Der ist gerade hier hinten irgendwo lang gelaufen. Ach, da ist der Arzt. Ah, okay, alles klar. Okay. So, na, damit kann man auch wunderbar leben, würde ich mal sagen. Wobei, ich glaube, die Gewürze werden jetzt langsam knapp werden. Gewürze sind Mangelware. Euer Volk wünscht Pfeffer. Das Salz wird knapp. Ja, die Grauen hier müssen wir, glaube ich, malträtieren. Schätze ich. Tut mir sehr leid um die Grauen, aber ich glaube, wir müssen sie leider malträtieren. Da wird uns nichts anderes übrig bleiben. Weil wir brauchen Gewürze aus erster Hand. Es sei denn, wir richten hier eine fette Handelsroute ein. Aber der hat ja auch nur 4 Plantagen. Wir werden mehr brauchen, denke ich mal. Kriegen wir vielleicht sonst noch irgendwas? Bum, 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 bum. Bringen wir vielleicht sonst noch irgendwo was her? An Gewurzel. Schiffsreparatur beendet. Kakao, hm. Die haben ja auch noch die Insel. Hier ist ja auch noch Kakao. Die habe ich schon völlig vergessen mittlerweile. Ein Schiff wurde fertiggestellt. Jawohl. Hier, der hat noch Gewürze, aber nicht viel. Nur für Eigenbedarf. Der klingt so ein bisschen nach Marihuana. Hier wären theoretisch auch Gewürze, aber ihr nutzt es nicht. Das sind auch nur 50%. Ja, dann bleibt uns da, glaube ich, nichts anderes übrig. Dann müssen wir dem Kollegen ein wenig einheizen. Tut mir sehr leid, aber ich werde sein Schiff in Ehren halten. Nennen wir es mal so. Ich werde versuchen, es nicht zu vernichten. Ach ja, wir brauchen dann noch eine neue Burg. Das habe ich mir ganz vergessen. Und wir brauchen Werkzeug. Wir brauchen Werkzeug. Alter, wir haben so viele Kaufleute mittlerweile. So langsam mache ich mir Sorgen wegen dem Versorgen. Ja, genau deswegen. Hier, guck mal, wie das hier nämlich runtergeht jetzt. Nahrung ist wurscht. Alkohol brauchen wir auch. Wobei, da können wir relativ schnell dann hier nachrücken. Mit dem Alk, das ist gar kein Problem. Da hat man ja immer ein bisschen was im Keller, ne? So. Das könnte vielleicht sogar schon ausreichen. Zack. Und dann
Ja, der steht natürlich ein bisschen doof, gebe ich zu. Der steht ein bisschen doof. Aber wir können jetzt hier natürlich ein paar neue Rumbrennereien hin platzieren. Sobald wir noch ein weiteres Werkzeug... Da haben wir es auch schon. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Tabak war im Moment noch kein Kopf. Ja, wo stellen wir jetzt die Burg hin? Sie würde hier hin passen. So schön hoch. So schön am Meer. Mit Blick auf die Wellen. So, jetzt müssen wir hier auf jeden Fall das alles ein bisschen im Blick behalten. Weißt du was? Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Wo ist er? Hier. Ich fahre mal mit dem rüber. Und wir schicken noch einen runter mit Baumaterialien. Hauptsache, wir können gründen. Wie viel ist jetzt gerade mal egal. Hauptsache, wir können gründen. Neue Soldaten sind verfügbar. Und dann lutschen wir den nämlich kaputt. Freibeuter, boah, Alter. Jetzt lass mich doch in Ruhe. Ich habe keine Zeit für dich. Du bist zu uninteressant. Tut mir leid. Hier, komm. Kannst du gucken. Brauchst du nicht. Und weiter. Neue Einheiten sind bereit. Schnupper mal an meinem Lager rum. So, wie viel kriegen wir da raus? Sind immer 5. Ne, hier aber Platz für 8. Dann machen wir auf jeden Fall noch 2 und dann nachher noch einen. Voll die Besetzung hier gerade. Ein Vulkan. Ach, jetzt bricht mal der hier aus. Okay. So, der verkauft Nahrung und tralala. Ich warte aber noch einen Moment. Wir greifen noch nicht direkt an. Ich speichere hier auch nochmal. Speichern ist sinnvoll. Weißt du schon, wann die nächste Streampause machst? Ja, eigentlich schon. Und zwar, wenn wir hier fertig sind mit Anno 1602. Weil dann muss ich den Stream eh erstmal kurz beenden. Für Fallout 4 dann, weil ich dann das Streamprogramm wechsle. Und dann können wir eigentlich auch gleich dann eine kurze Streampause machen. Neue Soldaten sind verfügbar. Wieso eigentlich? Hast du das Gefühl, dass du ein Torpedo im Rohr hast? Oder was ist los da bei dir? Frage kam übrigens gerade von, ich weiß gar nicht, von wem die kam. Gerade gar nicht gesehen. Ach da, von Steve LP. Jetzt will mein Handy wieder nicht mehr verbinden mit dem Chat. Ach, ist es doch. Neue Soldaten sind verfügbar. Bin ich gerade aus Versehen auf die Windows-Taste gekommen? Ich kriege jedes Mal einen Schock, wenn ich daran komme. Weil das ist so die böse Taste bei Spielen, die sowieso eine gewisse Toleranz zur Instabilität haben. Da bin ich lieber vorsichtiger. So, 3 brauchen wir noch. Och, Alter, jetzt halt doch die Klappe. Hier, komm, kannst du mein Holz klauen. Das Volk bekommt kein Baumaterial. Ich und mein Holz. So, komm, wir reparieren mal gleich mal. Piraten greifen euch an. Och, Alter, du hast zwar echt Langeweile, oder? Wenn die wenigstens mal was mitnehmen würden oder so, weißt? Aber nö, die düdeln einfach nur hier über die Weltenmeere und so. Ballern, wie sie lustig sind, verbrauchen Munition, sind pleite, haben kein Leben und so, weißt? Es ist so unglaublich. Wieso fährst du jetzt eigentlich da lang, du Depp? Fahr gefällig zurück nach Hause. Eine Einheit wurde ausgebildet. Das ist ja sehr schön. So, warte, ich schieb den hier nochmal rein. Ein Schiff wurde repariert. Sehr schön. Dafür gibt es eine Gehaltserhöhung auf jeden Fall. $1 mehr im Jahr. Neue Einheiten sind bereit. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. So, Schiffchen ist fertig. Der Brand ist mir gerade völlig egal. Okay, es scheint alles halbwegs stabil zu bleiben. Mit dem Tabakwaren bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil ich nicht weiß, ob wir da auch was verkaufen. Sieht aber nicht so aus. Wir brauchen auf jeden Fall Gewürze. Ohne Gewürze geht hier sonst bald die Welt unter. Und das würde ich dann für heute doch ganz gern vermeiden. So, der CFLP will auch Anno spielen. Wie gesagt, wir switchen dann jetzt bald auch auf Fallout, ne? Was haben wir jetzt? 1,5 Stunden knapp. Also für die, die jetzt gerade auf YouTube auch schauen, ne, bitte nicht wundern. Wie gesagt, das ist ein Live-LP hier gerade. Immer noch. So, kann ich ja eigentlich auch mal... Nee, kann ich nicht. Wäre auch zu schön. Wäre auch zu einfach, wenn ich irgendwie mal
schnell andere... Feuern auf eure Siedlung. Ja, viel Erfolg. Warte mal, ich helfe dir noch ein bisschen. So, viel Spaß. Och, der Arme. Tut mir schon ein bisschen leid, ne? Aber eigentlich auch nicht. So, meine lieben Landsleute. Hier, haut mal den Kontor kaputt und haut mal den Kontor kaputt. Und dann hier erstmal den natürlich. Und dann hier. So, oh, es ist angenehm, einfach mal durch eine Insel durchrennen zu können, ohne irgendwelche Türme. Ach, da waren gerade Piraten. Ach so. Die habe ich gar nicht mitbekommen gerade. Die waren so schnell weg. So, der hier weg. So, das hier im Vorbeigehen noch. Zack, zack. Und das hier weg. Und hallo, das da weg. Und das hier natürlich auch weg. Und hier ist noch so eine Kapelle. Die kann auch noch gleich weg. Wände machen wir es natürlich anständig. Wir wollen hier nicht irgendwie halbe Sachen machen, ne? Wir machen das gleich anständig. Hallo? Hallo? So. Die Farben hätte ich eigentlich gleich übernommen am liebsten. Aber das geht leider nicht so. Ja, genau deswegen. Ich glaube, wir sind durch. Dann können wir eigentlich, haben wir hier schon die Waren. Perfekt, dann können wir hier direkt übernehmen. Großen Taten soll euch ein Triumphbogen ehren. Oh, der hatte doch keine Schiffe mehr. Naja, shit happens. Dann können wir hier gleich, hallo, die Waren drauflegen. Hallo, stopp, nein, warte mal. So, die Waren. Dann haben wir auch gleich seine Waren noch übernommen. Da sind sicher Gewürze dabei. Jawohl. Okay, die beiden dürfen abhauen. Die hier laden wir wieder auf und die ganzen Häuser hier, die kommen weg. Die brauchen wir nicht. Die sind vollkommen unerheblich für unsere hochintellektuelle Arbeit, die wir hier leisten wollen. So, den Marktplatz hier nochmal neu gemacht und jetzt kommt das ganze Geraffel hier weg. So. Fühle ich mich... Was machst du denn da hinten? Den hab ich ja gar nicht gesehen. So, und auch das Ding kommt weg. Viel schöner, viel schöner. So, ihr geht da mal bitte aufs Schiff alle. Genauso wie auch du. Ihr springt da einfach rüber die 100 Meter. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Wir sind ja schon dabei. Euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Wir sind ja schon dabei. Oh, scheiße. Das Nahrungsschiff habe ich ganz vergessen. Das steht hier so rum. Das macht man aber nicht. Schiffsreparatur. So, gleich weiter. Der hat jetzt, glaube ich, alles eingeladen. Die ganzen 100 Tonnen. So, wer bist du denn eigentlich? Du machst Kakao. Okay. Kakao. So, zack, zack, zack. Und den schicken wir gleich wieder runter. Wobei, ich glaube, Holz... Einen wir trotzdem mit. Man weiß ja nie. Ich glaube, ich schicke lieber zwei Schiffe. So, den hier können wir noch reparieren. Dich reparieren wir auch gleich nochmal. Aber hier packen wir auch nochmal ein bisschen was drauf. Dann nehme ich aber eher hier Steine mit. Die werden wir eher brauchen und nochmal ein bisschen Holz. So, dich schiebe ich mal nach hier hinten. Dann reparieren wir den nochmal. Und die Einheiten, die bleiben einfach mal beim Kontor. Die kommen da eh nicht weg. So. Und dann schicken wir den gleich hinterher. Denn wir dürfen natürlich nicht zulassen, dass unsere Einwohner jetzt sauer werden, weil sie da irgendwie keinen... Pfeffer mehr kriegen oder weiß ich was. Die Anlegestelle sieht übrigens scheiße aus. Ich muss sie mal ganz kurz ein bisschen kleine Schönheits-OP machen. So, das sieht schon besser aus. Okay, was? Da ist eine Erzmine. Die will ich aber nicht haben. Das stand nicht im Vertrag. So, Gewürze sind Mangelware. Ich brauche Gewürze. In Massen zum Verprassen. So. Hier mache ich meine Brücke hin, ne? Schön, der Track. Ich mag den Track. So, ich mach jetzt einfach wieder hier so zack, bumm und rüber. Ist hier irgendwie... Nee, doch nicht. Ein Vulkan bricht aus. Natürlich tut das. Welcher denn? Ah ja. Können wir gerade schon mal das Wiegetool wieder bereithalten. Schwaden ziehen durch die Gassen. Ein Feuer schwelt.
So. Der Regen bleibt aus. Eure Felder verdorren. Immer auf den Inseln, wo es vollkommen uninteressant ist, ne? Die haben wir auch nur gekapert wegen dem Gold. Das ist der einzige Grund, warum wir diese Insel haben. So, hier haben wir jetzt auf jeden Fall ein paar Gewürzfarmen. Ich glaube, das reicht sogar schon. Hier werde ich mal Folgendes machen. Die ganzen Kanoniere kommen jetzt runter. Und dann nehmen wir den hier für die Gewürzroute. So. Und hier haben wir noch irgendwo Baumaterialien, glaube ich. Die können wir nochmal draufschmeißen. Genau 110 Tonnen, perfekt. Halt, Maul. So, dann bauen wir hier nochmal ein paar mehr Plantagen. Die, ja, ach komm, das eine Feld, da ist egal. Man muss ja nicht überkleinlich sein. So, zack. Eigentlich wollte ich den Weißen ja, wie gesagt, ein Schiff übrig lassen, damit die sich nochmal irgendwo anders aufbauen können. Aber ging dann irgendwie zu schnell. So. Hier ist es ein bisschen blöd. Mach ich mal so. Geht alles. Wo ein Willi ist, ist auch ein Weg. So. Und dann hauen wir hier die Felder hin. Und dann, das dürfte eigentlich genügend sein, schätze ich mal. Denke ich mal, hoffe ich mal. Haben wir hier noch irgendwas an Waren? Ich glaube nicht, ne? Das waren alle Waren. So. Ich will Gewitter haben. Komm gleich. Wir haben eine Insel extra für euch hier zurechtgebastelt, wo nur ein Riesenhaufen Gewürze vor euch angepflanzt werden. So, bei Fallout 4 nachher wieder Facecam, ja. Bei Anno ja grundsätzlich nicht. So, alle, wir haben fast 200.000 Öcken auf dem Konto, was da los? Ich denke, wir sind auf einem ganz guten Weg.